Ich bin der Michi Strasser. Vor 2 Jahren bin ich von Kairo zu Cape gefahren, durch ganz Afrika, und ich halte noch immer den Weltrekord. Eis zu Eis heißt meine neue Herausforderung. 23.000 Kilometer, 185.000 Höhenmeter, 14 Länder, von Eis in die Tropen und zurück ins Eis, die größte Herausforderung meines Lebens. Wir haben jetzt die erste Grenze hinter uns gebracht und wir haben uns überlegt, wie wir für die Charity noch ein bisschen Geld lukrieren können. Und jetzt haben wir uns gedacht, dass wir in jedem Land einen eigenen Helm tragen und den immer an der Grenze mit den gefahrenen Kilometern signieren. Also ich glaube, dass wir in Kanada durchwegs sehr gute Straßen haben und auf das freue ich mich. Ja, die Landschaft wird sicher wunderbar sein. Da freue ich mich auf Whitehorse. Dort werden wir 2 Freunde treffen, Peter und Walter. Walter ist ein Deutscher, der dort eine Bäckerei betreibt. Der hat uns im Vorfeld wahnsinnig viel geholfen mit den Besorgungen der Fahrzeuge. Die sind allein 2.500 Kilometer in den Süden gefahren, um einen Camper zu kaufen für uns, wieder raufgefahren. Das sind alles wahnsinnige Distanzen, die wir da oben haben. Wie viel Kalorien ihr braucht, ist es relativ leicht zu rechnen. Man braucht einfach nur die Tretleistung mal 4 rechnen, dann hat man ungefähr die Kilokalorien, die man in einer Stunde verbraucht. Ich gehe davon aus, dass ich knapp 800 Kalorien in der Stunde verbrauchen werde. Ich glaube, dass meine längsten Tage so an die 16 Stunden sein. Es ist relativ einfach, sich das auszurechnen, wie viel 12.000 bis 14.000 Kalorien brauche ich in der bewegten Phase plus ein Grundumsatz, der dann höher wird. Ich werde das meiste flüssig zu mir nehmen. Über hochkalorische Getränke. Wir versuchen ganz viel zu mixen. Das geht einfach viel, viel schneller in den Körper und an Sportenergie. Im Grunde freue ich mich einfach auf eine wahnsinnig geile Landschaft und auf wahnsinnig coole Aufnahmen und auf coole Erinnerungen. Und selbst in Kanada gibt es noch Bären und ich hoffe, dass wir einfach die Bären dort einfach frei herumlaufen sehen. Ich hoffe, dass ich zu dem Zeitpunkt das auch noch gut mitkriege. Aber man kriegt dann eh relativ viel mit. Wobei, da gibt es diese Elefantengeschichte aus Afrika. Mein Team hat mir dann am Abend irgendwie erzählt, ob ich eh die Elefanten schon gesehen habe. Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich noch keinen einzigen Elefanten gesehen. Ich bin angeblich einmal 10 Meter neben einem Elefant vorbeigefahren und habe es bis heute nicht, kann ich mich nicht mehr erinnern drauf, weil ich halt gerade, das war irgendwie ein Tag, an dem es mir nicht so gut gegangen ist. Man ist spätestens in der 2., 3. Woche ist man einfach wund, das Sitzen tut wahnsinnig weh. In Afrika habe ich am Ende nicht mehr auf einem normalen Campingsessel sitzen können, ohne dass ich wahnsinnige Schmerzen gehabt habe. Aber ich mache es freiwillig und Schmerzen sind dann immer ein gutes Zeichen, dass man sich spürt. Auf meiner Webseite findet ihr den Live-Blog und das Live-Tracking. Schaut mal rein und drückt uns die Daumen.